Menschen, die sehr, sehr genau ausgearbeitet sind. Sowohl von der Musik von Andrew Lloyd Webber, als auch von dem Buch, was ursprünglich von Billy Wilder stammt, nach dessen Film Sunset Boulevard. Und das ist wirklich, was mich sehr interessiert hat. Schein und Sein, gerade auch in der Filmwelt. Wie verkaufe ich mich nach außen? Was zeige ich von mir? Was zeige ich wirklich an wahrhaftigen Anteilen von mir? In welcher Wahnwelt leben viele? Wie tut es weh, dass man plötzlich nicht mehr gemocht wird, dass man keine Fanpost mehr kriegt? Wie weit gehe ich, in mich zu verkaufen? Und da habe ich wirklich zwei Figuren hier, die sehr genau beschrieben sind. Norma Desmond und Joe Gillis. Und das fand ich unglaublich spannend. Doch ich will nichts überstürzen. Muss es tun. Wir haben einen jungen Autoren, der sehr wenig zu tun hat und von seinen Gläubigern wegrennt. Die wollen seinen Wagen ihm wegnehmen und per Zufall gerät er in eine wunderschöne Villa, die auch etwas runtergekommen ist, in der der alte Stummfilmstar Norma Desmond wohnt. Norma Desmond lebt ganz in ihrer Welt. Sie denkt, sie sei immer noch ein gefragter Star, aber die Wahrheit ist, dass sich niemand mehr um sie kümmert und sie ist vergessen. Sie lebt mit ihrem Diener Max dort und sie hat ein Drehbuch geschrieben, natürlich viel zu lang und viel zu groß. Jetzt komme ich aus der Maske. Norma möchte, dass Joe dieses Drehbuch für sie bearbeitet, weil er ja ein Profi ist, und engagiert ihn für sehr viel Geld. Die Verlockung ist also sehr groß. Er hat kein Geld, sie bietet ihm Geld. Was tut er? Er bleibt. Ja, und Norma ist auch sehr interessiert, nicht nur an dem Autor, sondern an dem Mann in Joe. Aber es gibt auf der anderen Seite von seinem besten Freund Artie, dessen Verlobte Betty, auch an der ist er interessiert, und steht nun zwischen diesen beiden Frauen, die junge, ideenreiche, wahrhaftige Betty gegen die spleenige, steinreiche und etwas abgedrehte Diva Norma Desmond. Sunset Boulevard, die Schauplätze, die dort vorkommen, sind riesig, sind sehr, sehr viele. Im Grunde bräuchte man ein riesengroßes Theater mit 5 Drehbühnen. Das haben wir hier nicht, also haben wir uns überlegt, was machen wir? Gehen wir offen und ehrlich damit um? Es spielt in Filmkulissen, also nehmen wir die Kulissen wahr und zeigen auch wirklich, dass es Kulissen sind und die von Kulissenschiebern geschoben werden, wie das früher im Film auch so war.